verdammte Optis. Und damit ein herzliches Willkommen hier wieder zu New German Reviews. Wieder zu Deus Ex Mankind Divided. Und wir sind hier wieder mittendrin, statt nur dabei. Und gehen jetzt wieder zu dem lieben. Wie ist der? Ich weiß, Raka sagt viel. Galliath. Das heißt aber nicht, dass er recht hat. Oder wie auch immer der heißt. Und der soll uns jetzt was vertellen. Willkommen zurück. Haben Sie die besprochenen Objekte dabei? Bitte sehr. Wunderbar. Als Gegenleistung öffne ich die Sicherheitstür im hinteren Bereich dieses Raums. Dahinter finden Sie eine Leiter, die Sie zu Ihrem Ziel führt. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Das hätte ich theoretisch was fangen können. Vergnügen. Abgesehen davon wäre es mir viel zu heiß. Das hätte ich echt theoretisch hätten können. Jason, es ist einsam hier oben. Haben Sie ein Update für mich? Ja. Gefallen sind in Golem City sowas wie eine Währung. Wir sind wieder im Geschäft. Ich bin jetzt unterwegs in einen Bereich, der die Kehle heißt. So komme ich direkt ins Arkgebiet. Verstanden. Ich informiere Miller, mache einen Überflug und checke die Gegend. Verstanden. Tun Sie dies. Irgendwas muss hier noch sein. Zugangskarte. Okay, ich kann ihn nicht rufen. Ich muss ja gleich wohl durch, höchstwahrscheinlich. So, betreten wir mal das Ark-Territorium, beziehungsweise die die Röhre. Röhre? Nein. Lunge? Ja. Auf dem Marktplatz, genau wie du gesagt hast. Ich hab sie, Brüder. Gut. Mal sehen, was wir hier haben. Die kleinen Kerle sind raffiniert. Hin und wieder geht einer hoch, auch wenn du. Vielleicht doch der blaue Draht. Wenn das Leben so einfach wäre, haben Sie sich verlaufen. Sind Sie vielleicht irgendwo falsch abgebogen? Sind Sie das Empfangskomitee? Nein, ich bin Marchenko. Und Marchenko ist eher ein Wächter. Wie der Hund am Tor zur Hölle. Ja, genau. Ich hab's nicht so mit den Klassikern. Wie schade. Die Lektüre eines Mannes sagt mehr über ihn aus als sein Gesicht. Darf ich Ihnen einen gut gemeinten Rat geben? Heraus. Sicher? Gehen Sie nach Hause. Jemand wie Sie hat er nichts verloren. Was macht Sie da so sicher? Sie kennen mich nicht. Aber ich kenne diesen Ort. Wir nennen ihn die Kehle. Und die wird manchmal durchschnitten bei Fremden, die dort nicht hingehören. Ich gehe das Risiko ein. Ich will nur sehen, wo die Ark sich versteckt. Wir verstecken uns überhaupt nicht. Sagen Sie das den Cops da unten. Vergessen Sie die Polizei und ihr Geschwätz über die Ark. Diese Schlupper, die sind überall. Schlagen Schädel ein, richten Chaos an. Und wir müssen damit fertig werden. Passen Sie auf, sonst sind Sie auch fällig. Leine oder nicht. Irgendwie ist das ganz komisch bei dem. Irgendwie sieht er ganz komisch aus. Warte, jetzt mal im Kurz so nebenbei. Zwischen dem Gespräch. Guckt jetzt mal auf Mr. Jansen. So mit hier überhaupt keinem so Gekrickel und so. Und bei ihm jetzt. Es sieht aus, als wenn er komplett verschwommen wäre und komplett laggt. Keine Ahnung warum. Aber nur das Gesicht. So. Boah, ausweichen. Ach komm, widersprechen. Die Cops wären nicht hier, wenn die Ark nicht einen Bahnhof gesprengt hätte. Und wo sind die Beweise dafür? Aber sie leugnen es nicht. Manchmal muss Blut vergossen werden, um Aufmerksamkeit zu erregen. So ist das im Leben. Die Wahrheit steckt dieser Stadt in den Knochen. Und was ist mit den unschuldigen Menschen, die ins Kreuzfeuer gerieten? Wie nennt ihr Amerikaner das? Kollateralschaden. Es ist das Ende aller, die sich nicht auf eine Seite schlagen. Die richtige Seite. Das klingt wie eine Drohung. Nennen Sie es, wie Sie wollen.
Wovon Sie da reden, das ist Terrorismus. Ach ja? Ich dachte, wir wären nur zwei Männer, die ein Gespräch über tagesaktuelle Themen führen. Wie Ihr Freund Rucker? Ich kenne ihn aus dem Netz. Sieht er das genauso wie Sie? Ah, ja. Rucker. Ein guter Mann. Stark, intelligent, mit Prinzipien. Sie könnten viel von ihm lernen. Was Sie schon getan haben, Sie sind ein wahrer Gläubiger. Ein Tag in diesem Drecksloch und Sie sind auch einer. Erleben Sie wie wir die Unterdrückung, die Erniedrigung. Und Sie werden verstehen, Rucker durchschaut das alles. Er hat Antworten. Sind Sie sicher oder wollen Sie nur, dass es so ist? Egal. Ich mag zwar politische Diskussionen, aber sie strapazieren meine Geduld und ich habe zu arbeiten. Ich habe Sie gewarnt. Verschwinden Sie, solange Sie noch können. Falls das Ihre Rekrutierungsansprache war, ganz schlecht. Ich sehe das so. Nach dem Bombenanschlag hat das Blatt sich gewendet. Die Ark ist jetzt Staatsfeind Nummer 1. Ja, könnte man so sehen. Im Moment. Bis dahin. Sergei. Seien Sie vorsichtig da drin, ja? Gerüchte von einer Flachzange mit Kratzern im Lack verschrecken die Touristen. Wir sehen uns wieder. Warum auch immer das jetzt so leise ist. Ich habe stellen Sie mich zu Miller. Keine Ahnung. Nachricht weitergeben. Durchstellen. Bin ich jetzt Ihr verdammter Sekretär? Jensen, ich dachte, Sie wären wieder im Geschäft. Ja, aber Sie müssen für mich über Eiling einen Namen schicken. Viktor Matschenko. Ich habe da so ein Gefühl. Okay, aber vergessen Sie Rucker nicht. Wenn er hinter den Anschlägen steckt, ergibt sich der Rest von selbst. Ja, stimmt wohl. So, ich werde nachher mal nachgucken, was das mit sich, was es auf sich hat. Warum das während der Gespräche einfach mal. Ach, nicht während der Gespräche. Scheiße, jetzt habe ich alles mitgenommen. Während der Cutscene so leise ist. Ich glaube, hier ist nichts wirklich, was mir schauen machen könnte. Wollen wir es mal hacken. Hackerstufe 1. Da muss ich hin. War so klar. Okay, es dauert für jetzt noch 24 Sekunden. Easy. So, guten Tag. Durchsuchungsbefehl. PDA. Den PDA öffnen wir einmal und dann können wir hier... nein. So. Hi Leute, nervig schon. Ja, es geht mal wieder um einen eine Codeänderung. Wenn ihr ein Stück über die Brücke wollt, vergesst nicht, die Laser zu deaktivieren. Der Code 3354 fürs Erste. Glaubt mir, mir geht das noch mehr auf den Sack als euch. In Liebe und Küsschen, Küsschen links, rechts, Max. So. Hier kann ich bestimmt hoch. Würde ich mal behaupten. So. Kann ich echt hoch. Ups. Die Waffe immer stets am Anschlag haben. Guck. Nein, hier ist keiner. So wird man auch nicht von gefährlichen Leuten überrascht. Sondern man überrascht gefährliche Leute. So. Ich weiß nicht, wenn ich da jetzt reingehe, sterbe ich? Ich glaube, ich muss da sogar hin, ne? So, hier draußen schon Mikropumpe. Ey, nimm's mit. Dankeschön.
So, was haben wir hier noch? Mal öffnen. Revolver-Munition brauche ich nicht. Boots und Elektroschockpfeile. So, ich muss hier echt raus. Guten Tag. Für mich. Ich bin mir nicht sicher. Und möchte mit Ihnen wieder einmal über die aktuellen Ereignisse im Kampf um die Rechte der Augmentierten sprechen. Sieht schon cool aus, ne? So, wo muss ich denn hoch? Irgendwo muss ich ja bestimmt hier hoch. Ich laufe hier mal lang. Das sieht echt... Ohne Scheiß, das sieht geil aus. Warte mal, kann ich ein Thumbnail? Ja, das ist ein schönes Thumbnail. Das kann ich aber auch für die nächste Folge nehmen. Oder so. Was haben wir hier? Ein Koffer. Nehmen wir alles mit. So, da ist doch nichts. Komm ich hier irgendwo hin? Da. Wie komme ich da hoch? So kann ich nämlich nicht springen. Nein, es wird auch nichts. Muss ich mir jetzt das selber bauen, oder wie? Was? Ne, da ist keine Leiter? Nein. Hä? Kann die schieben vielleicht? Weiß man nicht, was mir das bringen soll, wenn ich die schiebe. Aber... Vielleicht. Kann ich da wieder hoch? Ja. War hier denn noch irgendwas? Da oben muss ich hin. Moment mal, ich gehe mal wieder hoch. Obwohl das bestimmt schon der richtige Weg war. Ups. Arbeer. Nein. Ich hoffe jetzt überall rüber zu jumpen. Wo nicht drauf soll's. Shit. Ja, doch, hier komme ich. Hier kommt man immer wieder hoch. Das ist geil. Ja, vielleicht kann ich mal auf die Laser schießen. Und dann mal eben. Wenn ich da jetzt durchgehe, sterbe ich. Oder ich werfe einfach mal was durch. Das war jetzt nicht so schwer. Und jetzt bin ich schon hier oben. Easy. So, Terminal. 3354. So, und einmal einsetzen. Ups. Schießen wollte ich nicht. So, dann komme ich ein Stück rüber. Da kann ich nicht ran. Schade. Hier komme ich aber rein. Wenn ich das Schloss kaputt schieße. Nee, nee, ich werde mich nicht entmutigen lassen. Ein Gefechtsgewehr könnte ich höchstwahrscheinlich noch gebrauchen. Deswegen werde ich das mal ablasen. Das bringt Geld. Das kann ich wegwerfen. Und dafür kann ich das mal hier runterpacken. So, und hier hinpacken. Und nimm das Gefechtsgewehr mit. Das Inventar ist immer noch voll. Ja, warum? Ist halt klar. Falls ich gleich snipen muss, würde das Gewehr doch eine ganz super tolle Funktion bieten. Zum Beispiel kann Leute damit wegmachen. So, ich habe glaube ich auch noch irgendwo einen Nuke, ne? Nein, ich habe aber eine Rauchgranate, die ich brauche. Kann man das hinlegen? So. Wenn ein Gefechtsgewehr drin liegt, brauche ich, denke ich, brauche ich auch irgendwann eins. So, danke schön. Wie komme ich nicht lang? Gemeinsam überstehen wir alles. Hier muss ich. Aber ich wahrscheinlich hin. Und dann gehe ich hier rüber. Dann gehe ich da oben gleich drauf. Bam, macht Sinn. Richtig gut. Ich bin so ein bisschen stolz auf mich manchmal.
Manchmal bin ich echt stolz auf mich. Worauf ich aber auch noch stolz bin, ist, dass ich noch nicht die Folge beende. Okay, ich muss hier hoch. Denn ich beende die Folge nicht. Kann ich hier noch hin? Noch weiter hoch? Hier nach oben kann ich nicht. Was ist, wenn ich nach links möchte? Kann ich nicht. Okay, dann muss ich wohl noch nach dort vorne hin. Ups, hier kann ich gar nicht hin. Dann muss ich runter. An den Weg hier nehmen. Den selbst zusammenge... machten irgendwie, ich komme noch schon rüber, Way. Ups. Hier nochmal hoch. Hier nochmal hoch. Dann hier durch die Fenster. So. Bin ja auch schon hier. Das kann ich einmal schön... Dafür habe ich noch Platz? Oder habe ich das noch? Oder schon? Wo muss ich denn hin? Stellt sich mir gerade die Frage. Da oben, komme ich da oben irgendwo lang? Irgend an die Decke gucken? Nein. Ich denke, muss irgendwo hochgehen. Ja, hier zum Beispiel. Und dann einen großen roten Knopf drücken. Ah, der kommt schon. Bin ich gerade damit gefahren? Ne, ich bin weiter um damit gefahren, ne? Mit dem Ding. So, ich möchte aber nach oben. War noch unten? Ne, ich möchte jetzt mal hier hin. Dann komme ich jetzt wahrscheinlich dahin, wo ich hin muss, wa? Nein, zack. Ein Holovisier. Das nehme ich mit. Also das nehme ich ganz sicher mit. Und Schmerzmittel habe ich auch noch. Das Holovisier. Was sind das denn hier? Tesla-Patronen. Tesla-Patronen brauche ich zwar nicht. Was sind das? Elektroschock-Pfeile brauche ich auch nicht. Ablegen. Wie viel braucht das? Okay, ein Holovisier habe ich. Nice. Das Holovisier. Das packe ich auf meine. Auf meine. Normale. Auf mein normales Sturmgewehr, meine Güte. Nee, kann ich auch noch rein, ne? Nein. Irgendwie deckt das hier gerade. Merke ich. Ich kann den Aufzug rufen. Ist das was Gutes? Vielleicht. Ich komme jetzt wahrscheinlich dann komplett runter, wa? Oh. Moment, ich will mal im Aufzug fahren. Okay, ich kann nicht springen, wenn ich im Aufzug bin. Okay, jetzt bin ich hier. Aber ich kann nicht hoch. Warum kann ich hier durch? Ich kann hier nicht durch. Okay, dann fahren wir auch mal wieder nach oben. Ein bisschen Zeit verschwendet. So lange kann ich auf nicht in mein Inventar gucken. Aber das Holovisier habe ich jetzt. Deswegen glücklich drüber. Oh, meine Schrotflinte. So, Pistole nehmen wir aber trotzdem immer noch auf Anschlag. Weil Pistole. So, was steht hier? Chicane, ich bin jetzt im Arkgebiet. Sehen Sie irgendwas? Der erste Bereich ist ein großes Lager. Anscheinend hat es die Ark zum Wohngebiet umfunktioniert. Oder zu einer Kaserne. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge, Chicane. Was von beidem? Naja, alle vor Ihnen sind bewaffnet. Entscheiden Sie selbst. Okay. Oh. Augmented Rights. Koalition.
Coalition. Ich weiß nicht, wie das auf Englisch ausgesprochen wird. Egal. Ich würde sagen, tiefer in die Ark eindringen. Das werde ich tun. Wenn es dir gefallen hat, könnt ihr den Daumen hoch geben und so weiter und so fort. Das werde ich natürlich in der nächsten Folge machen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.